Herzlich willkommen. Neue Folge, neues Glück. Heute auch wieder eine krasse Ankündigung für uns. Einstieg mit A Cold War. Samuel Ross, Designer, Leicester studiert, Grafikdesign und Illustration, in die Modewelt eingetaucht, kommt aus Arbeiterverhältnissen, ist in Brixton groß geworden, Einflüsse aus Industriellem und der Arbeiterklasse, die ähnliche Bridge, wie wir zu Foto vorschlagen konnten, nur noch mit einem Grad an Bildung im Sinne von Studieren reingehackt, was ihm bestimmt den Einstieg in die Szene nochmal erleichtert hat. Ästhetik und Auftreten von ihm ist ihm ganz wichtig. Wir haben den Durchbruch 2018 gehabt, wo er schon dann, ich glaube, den British Fashion Award bekommen hat, Label A Cold War 2015 gegründet. Er arbeitet sehr viel mit Experimenten im Sinne von Colorizing, Washing, Schnitten, wo aus dem Workwear-Bereich kommen und einen theoretischen Nutzen dahinter steckt. Genau, wir können euch hier schon mal ein paar Entwicklungen seiner Projekte und Produkte zeigen. Zum einen haben wir hier sehr, sehr vielfältige Jacken. Dann haben wir zum anderen den A Cold Wall Print, das Design davon, was in der Anfangszeit, wo die Peakzeit war, auch oft genutzt wurde. Er hat einen Schlenker in die Youth Culture gemacht. Das heißt, die Zielgruppe war zuerst sehr jung, weil es sehr Hype getrieben war. Dann kam die Nike Collab, Converse Collab. Und jetzt ist er schon sehr gefestigt. Wir haben uns dann auch dazu entschlossen, A Cold Wall mit in die Selektion aufzunehmen. Waren auch schon relativ lange in der Verhandlung. Und jetzt ist es soweit. Jetzt feiern wir den Einstieg natürlich auch gebührend mit dem Release einer Collab von ihm, einer weiteren Collab von ihm. Da ist Retro Super Future der Partner. Es gibt zwei Modelle, die Kelly und die Americano, die er mit seiner Handschrift versehen hat in einem Marble-Type-Look. Auch sehr kantig, sehr, sehr brachial, sehr ausdrucksstarke Brillen, die ihr im Webshop finden könnt. Und hier, Release ist der 19. August. Demnach solltet ihr, wenn ihr das Video jetzt seht, schon Access haben. Im besten Fall ist sie nicht sold out. Ansonsten müsst ihr natürlich mal auf dem Aftermarket schauen, falls ihr da Interesse habt. Genau, Samuel Ross, wie gesagt, sehr designgetriebener Mensch. Freut uns natürlich, mit ihm gemeinsame Sachen machen zu können. Für nächstes Jahr steht auch eventuell auch schon ein nächster Schritt mit ihm gemeinsam an. Muss man mal schauen. Wir sind da gerade im Gespräch, ob man etwas realisieren kann. Die Ästhetik des britischen Designers ist natürlich, wie schon im Vorfeld auch erwähnt, sehr, sehr Workwear-lastig. Der Twist ist natürlich aber gegeben und man merkt die filigrane Art und den britischen Touch, den er pflegt. Er tut natürlich auch ganz viel für sein urbanes Umfeld, hat da auch schon einige Sachen an Förderprojekten gestartet und im nächsten Step, unabhängig von den Förderprojekten, ist er dann auch noch in Schmuckdesign und Interior Design gegangen, wo man dann zeitnah auch was von ihm sehen kann. Zu Retro Super Future muss ich euch jetzt aktuell nicht ganz so viel sagen. Das ist ein Brillenhersteller, probiert sich auch aus und der Match da ist, glaube ich, ganz geil, weil das modische Accessoire, die Sonnenbrille natürlich auch immer funktioniert. Wir haben ja auch verschiedene Brands hier im Portfolio und da ist die Erweiterung mit so einer Collab natürlich voll etwas Gutes für uns. Wir wollen da natürlich auch weitere Exkursionen machen und freuen uns natürlich über Projekte wie diese. Zu A Cold Wall muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel sagen, sollte den meisten geläufig sein. Ich weiß nicht, wie explizit das der ein oder andere jetzt aktuell auf dem Schirm hat. Die Mode-Kennenden haben A Cold Wall als solides und zeitgenössisches Modelabel mit aufgenommen, das einfach dazugehört, vor allem wenn man in der jüngeren Design-Bubble stattfindet, die wir auch in den letzten Videos immer wieder thematisiert haben. Genau.
verschafft euch einen Überblick. Hier sind nochmal einige Styles aus der Fall Winter Collection. Im Webshop findet ihr unsere Selektion. Es sind, glaube ich, 8 bis 14 Pieces. Wir haben mit einer kleinen Selektion angefangen. Wir freuen uns natürlich, A Cold Wall an Bord heißen zu dürfen und freuen uns auf die nächsten Seasons, die kommen. Die nächste Order ist auch eingetütet. Und in diesem Sinne, kurz und knackig für euch einmal zusammengefasst, welcome on board. Ich gehe jetzt noch mal kurz mein Outfit durch und dann schauen wir weiter. Das sind hier einmal die 4-to-4 Classical Letters, für mich auch etwas Ungewohntes. Dann haben wir hier eine J.W. Anderson Patchwork Pant mit Corduroy, Pendleton, bisschen Nylon, verschiedene Fabrics aufgegriffen und ein Classical 4-to-4 Hemd plus die Opening Ceremony Mütze. Yes, sir. Das ist auch schon mein simples Outfit. Ich bleib sitzen, die Kamera schwenkt hoch, ich bin raus und tschüss.